Oh, fuck. Digga. Nein. Nein. Shit. Hello, friends. Eine Rob Fox ist wieder am Start. Mal wieder Freitag. Hitze, 34 Grad. Couch Friday. Bier darf nicht fehlen. Odin! Odin kommt auch gleich. Komm, Odin! Der kommt noch. Wie geht's euch? Habt ihr eine schöne Woche gehabt? Ich bin nach wie vor ein bisschen fertig, trotz Schlaf. Aber soll's, da muss man durch, ne? Oh, mal gucken wir hin. Ah. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben den Juwelier ausgeraubt. Und haben unser wahres Ich kennengelernt, unser garstiges Ich. Schadenfreues, freudiges Ich. Das hat mir jetzt Spaß gemacht. Was wir heute machen, schauen wir mal. Bin nicht so sicher, was als nächstes kommt. Aber was ich weiß, ist, wir schauen uns erstmal unsere Base an, die wir jetzt letztendlich zur Verfügung gestellt bekommen haben. Von irgendeiner Person, die ich jetzt gerade nicht weiß. Ich meine, warum haben wir überhaupt eine Festung im Glockenturm. Komisch, dass das keiner merkt. Was? Da war Gold drin? Scheiße, bin ich reich. Hm. Ein Schlösserknacken-Upgrade, das. Gab's das? Ist doch neu, oder? Achso, das gehört zu den, zu den Upgrades. Okay. Machen wir auf jeden Fall voll. Man weiß nie. Nahrung. Na, lassen wir, nehmen wir einfach mal mit. Was haben wir hier? Ah, hier sind die Unikarte drin. You have 51 minutes and 57 seconds left. Ja, hier können wir unsere Trophäen einrahmen, zur Show stellen. Für Leute, die keinen Zugang haben zu diesem Gebiet. Also für mich. Rein nur für mich. Man, wer es braucht, gut. Ehrlich gesagt, ich würde es zu Hause auch so machen. Der hat schon einen komischen Blick drauf, der Dude. Und die Vögel? Machen bestimmt Dreck. Bestimmt alles voll. Genevieve heißt es. Digga, ey. Nein, Spaß. Wahrscheinlich heißt sie Jennifer. Ey, Odin! Komm an meine Fittiche. Na? Aber kommst du auf die Seite? Nein? Und nicht. Voilà. Ja, den sieht man. Ich hab das ein bisschen geupgradet. Ich hab jetzt hier so ein unter der Kamera ein kleines Tablet.
wo ich quasi OBS streame, dass ich das schön alles im Blick habe. Für Non-VR ist es perfekt. Ich sehe, ob Ton aufgenommen wird, ich sehe, wie lange ich schon aufnehme, ich sehe, was aufgenommen wird am Bildmaterial. Für VR wäre das ein bisschen blöd, aber für Non-VR beste. So, was haben wir hier oben? Haben wir irgendwelches Loot? You have 48 minutes and 52 seconds left. Möchtest du dieses Viertel... Möchtest du in dieses Viertel gehen? Yes. Sorry. Hinweis, wenn du lang genug aus dem Sichtfeld verschwindest, gehen animiert alarmierte Feinde irgendwann davon aus, dass du nicht mehr da bist. Realität 100. Ja, ich lese jetzt nicht weiter, weil es geht gleich so oder so weiter. Dann ist es weg. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. Corona. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Kampf. Jawohl. So. Da geht's zu unserem Quartier. Okay. Haben wir genug Flaschen? Immer eine Bottle dabei. Eine Bottle voll rum. Das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich woanders hin. Da ist ein Vogelnest. Ich vergaß, wie dunkel es ist. Schon dunkel. Ich sagte doch, du kannst nicht zurückkommen. Kann doch sonst nirgends hin. Boah, Joche, was sind das für Geräusche? Hat die Wache das Kreuz an deine Tür gemalt? Ja, und ich bin kein Schwermütiger, aber es ist sinnlos, denen das zu sagen. Das erinnert mich heute an die Arbeit. Ich arbeite teilweise auch im Aufwachraum. Und dann bei den frisch operierten HNO-Eingriffen hört man des Öfteren auch solche Geräusche. Lecker, sage ich nur dazu. Richtig lecker. Das Wetter schlägt um. So. Eigentlich will ich auf dieses Nest, aber ich muss gerade ein bisschen vorsichtig sein. Aber theoretisch müsste ich es schaffen. Der Nackenschmerz. Voltaren kann ich empfehlen. Es funktioniert. Purse. Die Nacht dauert ewig. Gucken wir, was da so haben. Schön das Licht ausmachen. Okay, ich kann zwar jetzt nichts mehr sehen, aber machen wir es kurz wieder an. Hier ist wahrscheinlich eh niemand. Ja, ziemlich dunkel. Ihr seht nichts, ich sehe nichts. Ich glaube, es ist ein bisschen zu dunkel. Wir müssen da schon ein bisschen... Ich weiß, jedes Mal stelle ich hier die Einstellung neu ein. Wenn ich mich nicht entscheiden kann. Ist jetzt... Ja. Ja, Unterschied hat es jetzt keinen gemacht.
Zumindest keinen großartigen. Aber immerhin sehen wir jetzt ein bisschen was. Also ein kleines Versteck gefunden. Licht brauche ich jetzt nicht ausmachen. Hier ist uns ebenfalls keiner. Aber mehr ist hier, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Hier ist nur das bisschen Loot gewesen. Hochklettern kann ich hier auch nicht. Ja gut, dann mach's das. Ein bisschen die paar kleinen Groschen. Ich brauche eine Pause. Oh, jammer nicht. Weg. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Ich glaube, heute schauen wir uns mal die Stadt ein bisschen genauer an, was sie so zu bieten hat. Da können wir auf jeden Fall rein. Sehr gut. Gerade ein bisschen Muffensausen bekommen. Ah, hier fehlt uns das. Der Schraubenschlüssel. Das müssen wir uns irgendwie merken. Ich versuche es in meinen Kopf einzuspeichern. Dass wir hier den Schraubenschlüssel brauchen. Ich glaube, früher war es das Klügste. Erstmal alle Teile sich zu besorgen. Schraubenschlüssel. Cutter. Weiß nicht, was noch sonst das so gab. Aber dass man sich das nicht alles merken muss. Wo die ganzen Verstecke sind. Bei allen toten Göttern. Ich höre jetzt nichts. Ist nicht wahrscheinlich der gleiche Eingang? Ich glaube sogar, das ist der gleiche Eingang. Er läuft schön weiter. Oh, das tut weh. Oh. Das. Ekelhafte Ratten. Sorry an die Rattenfreunde. Ratten können ganz süß sein. Wenn sie nicht im Dreck rumspielen. Die Bäckerei hat plötzlich zugemacht. Ja, das Brot war schimmlig, aber es war immerhin Brot. Wusstest du das nicht? Er wurde gehängt wegen Götzenverbrechen. Vermutlich war er nur mit den Sondersteuern im Verzug. Kann ich da hoch? Yes. So. Ich weiß, da unten ist eine Platte. Die können wir auch klauen. Aber auch da fehlt uns das Werkzeug. Oh. Groschen. Genau, da gibt es hier noch die Kerzen. Also das milchige, was da blau leuchtet. Mit dem weichen Rand. Das sind Kerzen. Genauso wie da. Die macht man mit den Wasserfallen. Wir haben ja genügend Wasserfallen, das können wir schon mal machen. Weil ich glaube, zu wissen.
dass das auch irgendwas zu bedeuten hat, wenn man... Was? Ach, wir brauchen Feuerpfeile. Sorry. Feuerpfeile brauchen wir. Wir müssen die anzünden. Doppelt so viel Salz und halb so viel Ratte. Oh, das war knapp. Da unter der Treppe ist eins. Oh. Hätten wir fast den Groschen hier vergessen. Mr. Adams. Und wieder ein Groschen. Warum redest du doppelt? Schon wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Na gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Sorry, dass ich hier so wahllos rumlaufe. Ich habe echt keinen Plan mehr. Früher hatte ich richtig den Plan. Ich kann die Stadt in- und auswendig alles wieder vergessen. Ich hatte mir, glaube ich, auch Notizen gemacht damals, wo etwas versteckt ist. Aber ich habe die Notizen wahrscheinlich schon weggeschmissen beim letzten Mal. Beim letzten Ordnungsschafferei. Bei der nächsten, letzten, ach mein Gott. Bei der letzten Ordnungsschafferei, sage ich jetzt mal so. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es dieses Wort eigentlich gibt. Wayne. Sagt man eigentlich Wayne noch? Ich habe es mir letztens überlegt. Ich hab's. Was heißt gerne? Geht so leicht. Kommt so leicht aus dem Mund heraus. Wayne. Fließend. Wayne. Wenn man Bock hat, kann man wie ein Zug machen. Wayne. Aber habe ich selten gemacht. Wayne. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das überhaupt noch sagt. Genauso wie Lappen. Sagt man eigentlich noch Lappen? Also. Als. Nicht der Gegenstand Lappen, sondern. Die Person. Der Lappen. Ich weiß es nicht. Mir knurrt der Magen. Und das Licht ist an. Das mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn es so hell ist. You have 36 minutes and 32 seconds left. Licht ist aus. Ich glaube, hier ist eh niemand. Ich verhungere. Wie reich muss man sein, so ein Bildesafe zu haben? Richtig reich bestimmt. Was ist aus dieser geworden? Die Windung des Todes. Gotcha. Moment, so schönes Licht aus. Was für eine Kalt. Und dann haben wir hier alles. Ich bin so ein Rich Kid, ey. Gell, Odin? Komm. Okay, Odin dreht gerade ein bisschen am Rad. Manchmal hat er seine 5 Minuten. Dann rennt er wie so ein panisches Tier rum. Jetzt hätte ihn irgendjemand gebissen. Aber der beruhigt sich dann nach einer Zeit. Die Straßen sind so ruhig. Ja, aber es legt sich dann wieder nach einer Zeit. Wenn alle Tavernen schließen, wo soll ich dann trinken? Zu Hause?
geht die Tür runter. Sicherheitshalber mal die Tür zu. Bin mir nicht sicher, ob da jemand laufen wird. Hä? Achso. Das ist eine Doppeltür. Okay. Okay, hätte mich jetzt auch cool, wenn wir am zweiten Knopf drückt, die andere Seite aufginge. Okay, okay. Mal die andere Seite. Ah, da kommt wieder die Wache. Den Strick. Ich dachte, dafür wird man eingesperrt. Einsperren? Schwermütige in unseren Zellen. Großartige Idee, Spatzenhirn. Ich muss schlafen. Oh, sorry. Das denn sehe ich aus. Backen. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Oh, der hat Loot. Nee, der sieht mich nicht. Aha, okay. Ich hab die falschen Pfeile. Da müsste ich mit dem Breitkopfpfeil durchballern. Um den Schalter zu betätigen. Was kommt als Easy. Nächstes? Ein Topf. Ich glaube, so langsam laufen wir wieder im Kreis. Und der hat Loot. Ich fühle mich nicht besonders. Gut, dann machen wir es anders. Wir gehen jetzt von. Ich werde euch alle ausrauben. Knapp. Oh, fuck. Digga. Nein. Shit. Es wird spät. Ich bin nicht sicher, aber ich habe vielleicht jemanden. Fuck. Ergib dich! Boah, Jus, als würde! Wieso? Nein! Ich hab ihn verloren! Wenn ich dich finde. Wird es jetzt? Kick ich jetzt? Der wirst du dir wünschen, du wärst woanders. Wie komme ich jetzt hier raus? Gar nicht wahrscheinlich, aber ich könnte die. Oh, ich hab doch. Ja, okay, ich weiß schon. Weiß ich zwar nicht, aber. Oh, ist das kacke, ey.
Shit. Ja, blöd, hä? Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr aufpassen. Was gibt's fürs dritte Vergehen? Den Strick. Ich dachte, dafür wird man eingesperrt. Einsperren? Schwermütige in unseren Zellen. Großartige Idee, Spatzenhirn. Was die wohl in den Kopf werfen? Ja, es war nicht so toll. Es war gar nicht toll. Was gibt's fürs dritte Vergehen? Den Streck. So, erstmal dieses Licht aus. Ich muss wieder hier rein. In die eine Tür. Und wieder den Schalter betätigen. Time left. Ich sollte mich nach Dayport schleichen. You have 27 minutes and 48 seconds left. Tür das mal kurz auf. Ja, nur Schwind. Ja, schön von außen. Von außen zumachen. Überall Ratten. Geh. Was gibt's fürs dritte Vergehen? Den Strick. Ich dachte, dafür wird man eingesperrt. Einsperren? Schwermütige in unseren Zellen. Großartige Idee, Spaß. Ich weiß nicht, sehen die mich nicht? Das ist schon komisch. Wer eine feste Arbeit sucht, geht zu den roten Klingen. Ich? Dass die mich nicht sehen, das heißt, das ist viel zu hell. Das ist nicht immersiv. Als Söldner? Da ist nichts dabei. Aber ich habe vielleicht auch nur richtig gute Augen. Das Gold ein. Nichts für mich. Ich kann kein Blut sehen. Ja, manchmal haben die Informationen für mich. Fluss bis hierher riechen. Aha. Also nicht aha wegen dem Fluss. Das Entfernung zu lösen. Ja, stumpfe Pfeile bräuchte man. Mir tut der Rücken weh. Oh, mir tut der Rücken weh. Da, das habe ich gesucht. Das tut weh. Falsche Fall. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Man kommt vom Dach drauf, dazu brauche ich den Flaschenzug. Bei allen toten richtig? Göttern. Und dann nochmal. Das war Kegges.
Was die wohl in den Eintopf werfen? Puh. Das war richtig Kegges. Wenn wir gerade noch so durchgekommen. Ich bin nicht neu bei der Wache. Nicht mehr, verdammt. Das können wir. Seit ich die Uniform trage, sehen die Ladies mich öfter an. Das glaubst auch nur du. Ganz hoch müssen wir nicht. Ja, aber trotzdem fehlt mir der Flaschenzug. Ich brauch was zu trinken. Naja, wir können wenigstens. Hier ein bisschen gucken. Ja, okay. Ja, so langsam habe ich wieder die Orientierung. Bei Rocks Zähnen. Aha. Ich fühle mich nicht besonders. Ist ein bisschen hoch. Ist nicht gut, da runter zu gehen. Ich bin nicht neu bei der Wache. Nicht mehr, verdammt. Vielleicht doch lieber von dem Weg. Was kommt als nächstes? Na schön, hier das Licht aus. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Ja, das Werkzeug ist schon nice. Muss ich schon sagen. Die Schwermut ist überall. Yes, da können wir noch rein. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Hebel. Ja, da waren wir noch nicht. Gibt's da. Wow, fucking dunkel. Ja, komm. Macht keinen Sinn. Das war jetzt das letzte Mal, dass ich was einstelle. Versprochen. Ein bisschen müssen wir es umstellen. Sonst brauche ich viel zu lange. Schön Licht aus. Hier ist keiner. Daran kann ich mich erinnern. Neue Anweisungen. Es geht um die Berichte deiner Quecksalber zum Umgang mit der Schwermutlage. Ich schlage vor, dass du einen neuen Bericht verfasst, der sich auf folgende Richtlinien stürzt. Ich will einen konstanten Fluss von Schwermütigen zur Verwertung in der Fabrik. Etwa 100 pro Tag sollte reichen. Mir ist klar, dass die Krankheit manchmal mit drastischem Tempo abläuft. Ein Mann, der abends doch kerngesund schien, kann am nächsten Tag schon auf dem Todeskarren liegen. In diesem Fall sollte sein Haus vor der Enteignung gründlich gesäubert werden. Ich weiß deine Unterstützung in dieser Sache zu schätzen. Der Diebesfänger General. Ich habe so das Gefühl, da läuft was nicht mit rechten Dingen zu. Dieses Licht kann ich leider nicht ausmachen. Bericht der Wache 3498. Von Wachmann Munion zur Zusammenfassung. Waffenvorrat 6C ins Lager Black Alley verlegt. Alle Teile durch die Wache Munion und Koss inspiziert und erfasst.
das kalt heute Nacht. Yald, yald, yald. Und noch ein Bericht. NR. Die Straßen halten wieder mit dem Ruf der Wachen, stets aufmerksam im Kampf gegen die tobende Sucht der Schwermut. Die großen Tore schlossen sich, eine Ausgangssperre wurde ausgerufen und kein pflichtbewusster Bürger zeigt sich noch auf der Straße. Orsley Dehan, seines Zeichen Hauptmann der Wache, bezeichnete die Aktion als bislang erfolgreichste Quarantänemaßnahme. Erinnert mich an irgendetwas? Diese Abregelung dient der Sicherheit unserer geschätzten Bürger, sagte er heute Abend bei der Beaufsichtigung der Schließung des Verrätertors. Und das verdanken wir alles dem Baron, fügte er noch hinzu, bevor er nach Dayport zurückkehrte. Ein wirklich bescheidener Held unserer Stadt. Ja, kommt mir bekannt vor. Ich glaube kaum, dass mich jemand hört, wenn ich jetzt daneben haue, aber rein für den Perfektionismus will ich keine Fehler eingehen. Die Straßen sind so ruhig. Yes, die Bürste des Barons. Alles war alles. Mehr gibt's hier nicht. Ah, war ein guter Raubzug. Hier hätte man eigentlich auch raus können. You have 17 minutes and 5 seconds left. Trinken nicht vergessen bei den Temperaturen. An der Stelle wollte ich mich auch nochmal bei allen Abonnenten bedanken, dass ihr noch dabei seid, dass ihr mir folgt, dass ihr mich unterstützt bei der Sache. Für mich ist es alles nicht so einfach, neu in der YouTube-Welt zu sein. Ich weiß immer noch nicht, welchen Weg ich genau gehen möchte, ob ich alle zufrieden mache, ob ich überhaupt es so machen soll, dass alle anderen zufrieden mit mir sind. Sollte ich lieber meinen Weg gehen, so dass ich zufrieden bin? Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall freut es mich. Boah, ekelhafter. Freut es mich, dass wenigstens eine gewisse kleine Anzahl Schraubenschlüssel mir folgen. Das ist schon mal sehr gut. Einer meiner Zähne wackelt. Ist schon ein gutes Gefühl, wenn man etwas macht und ein bisschen Unterstützung bekommt. Wenn man weiß, es erreicht auch andere Menschen da draußen. Auch wie ich letztes Mal schon erzählt hatte, das eigentlich ein Projekt war für mich alleine. Als Erinnerung quasi. Freut es mich trotzdem. Was man
man wohl fürs Ziehen der Totenkarren bekommt. Ich habe in einer Absteige bei Morningside gewohnt. Da liegen überall nur Bettler und Leichen. Wie im Rest von Stone Market. Komisch, wenn der Wind umschlägt, dann fällt sowas wie Schnee. Asche. Aus der alten Fabrik in der Vale Street. Was verbrennen die dort? Ist die wohl in den... Leichen. Kann ich dir sagen. Leichen verbrennen sie. Ah, hey, da glitzert was. Aha, okay. Und der hat, glaube ich, ja, der hat Loot. Was hast du mir gesagt? Was heißt das? Keine Ahnung. Was Schlimmes. Denn danach hat er mich angesprochen. Hast du den Idioten gezeigt? Nach ein paar Tritten hat sein Herz versagt. Und der Spaß war vorbei. Der hat mich doch hundertprozentig gesehen. Nicht sicher, ob ich da runtergehen soll. Ich versuche nicht, trübsinnig zu werden. Wirklich. Ah, gut, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich bin viel zu riskant immer. Ach, vor allem sitzt da auch einer. Der hätte mich ja sowas von gesehen. Aber ich will sein Loot. Was kommt als nächstes? Muss mich, glaube ich, da hinten verstecken. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Oder ich skippe das vorerst mal. Die patrouillieren ziemlich oft. Dann gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Okay. Da geht's zum nächsten Viertel. Wenn er sich da in dieser Gegend aufhält, gell, Odin? Hey, was ist los? Der Gestank hier ist widerlich. Alles okay? Komm. Ja. Komm, Odin. Komm. Das tut weh. Mein kleiner Odin. Die Schwermut hat schon so viele getötet. Na, komm, du reicher Bonze. Ich will dich ausrauben, ohne dass du es merkst. War jetzt. Einer meiner Zähne fällt. Yes. Ich weiß nicht mehr. Was? Ah, okay, da geht's auch zu einem anderen Abschnitt. Keine Ahnung, aber welche? Da war ein Durchgang. Okay. You have 9 minutes and 40 seconds left.
Fuck. War ein bisschen ungeschickt. Vielleicht versuche ich es so. Ja. Schräg ist immer besser. Und das Hammer auch. Gut, gut, gut. Das tut weh. Ja gut, dann gehen wir mal zum Händler. Ich glaube, der Händler ist da, wo unser Ziel uns führen wollte. Ich guck mal schnell in die Karte. Ja, das ist da. Ah, da, die Mission, die Bank. Ah, da geht's zur Bank. Moment. Orientierung. Gleich. Null. Nee, ich will nicht zur Bank. Nein. Ich wollte dahin. Triff Basel im verkrüppelten Burik. Das ist nicht mehr die Stadt, die ich kenne. Ich erinnere mich an den Unfall auf Norcrest Manor. Als wäre es gestern gewesen. Das Ritual, der Diebstahl der Kralle, Aaron Sturz, ihr Tod. Das werde ich nie vergessen. Doch nun hängt Krankheit in der Luft und auf den Straßen herrscht der Tod. Dieser Ort war nie der ein Rosengarten, aber so schlimm war wie jetzt war es noch nie. Alles hat sich verändert. Und nicht zum Besseren. Na ja, gut, dann gehen wir mal da. Ja, ja, die Bank kenne ich noch. Das ist ein DLC gewesen. Aber auch da sollte man lieber hingehen, wenn man alle Werkzeuge hat. Ich dachte gerade, bleiben wir da einfach mitten auf dem Weg stehen. Sind so ruhig. Der Tür waren wir schon. Ja. Jetzt zum verkrüppelten Burikas. Ich hätte das Einwegglas genommen, Besser, das wiegt viel mehr. Ja, richtig. Garrett! Mist! Keine Ahnung, von was du geredet hast. Benutzt immer noch keine Tür. Du besuchst mich nicht, du schreibst nicht. Ich dachte, du und Aaron wärt bei dem Angriff aufs Anwesen draufgegangen. Wo zur Hölle bist du gewesen? Nur du hast zwar verschiedene Augenfarben. Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Okay. Schön. Vergiss es. Interessiert mich gar nicht, wo du das ganze letzte Jahr warst. Keine Zeit für sowas. Katzenhaare. Vor allem bei der neuen Opiumabgabe des Barons wegen dieser Schwermut. Und die Schwarzsteuer des Diebesfängergenerals blutet uns Unternehmer aus. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Also was von? Also, folgendes. Du musst einen Ring für mich beschaffen. Heiratest du? Nie wieder. Du Mistvogel! Ich schwöre, eines Tages mache ich einen Hut aus dir! Sagt der Vogel auch zu ihm. Ist das Gehirn der Bande? Mir gehen die Finger aus. Der Auftrag. Ja, so. Ja, ja, ja. Klar. Er gehört einem gewissen Cornelius Greaves, so ein gelackter Typ, der kein Stück Dreck an den Stiefeln hat. Das war's schon.
Wo ist der Haken? Er ist tot. Ich bin ein Dieb, Besser, kein Grabräuber. Das war erst vor kurzem. Er hat den Ring wohl nie abgenommen. Wo bleibt die Herausforderung? Herausforderung? Wir sind da, bevor ihn die Fuhrleute durchsuchen. Angeblich werden die Leichen zu der alten Gießerei bei Cinderfall gebracht. Dort wimmelt es von Wachen des Barons. Der beste Weg dorthin ist durch die alte Kapelle. Und vermassel die Sache nicht, Garrett. Manche müssen Schulden begleichen. Wer nicht erwischt wird, zahlt nichts. Ja. Jetzt raus hier. Und nimm die Tür. Bitte. Trotzdem. Schön, dich zu sehen. Ja. Nee. Base-Aufträge. Base hat häufig Nebenaufträge für dich. Schau regelmäßig bei ihm vorbei, um zu sehen, was es zu tun gibt. Okay. Ja. Das sind Krähen. Eine ganze Schar. Triff die Königin der Bettler in der Kapelle. Stocke deine Vorräte beim zwielichten Händler auf. Ja, das machen wir. Aber das machen wir. Im Namen des Fortschritts, Eisenstiefel will uns begraben. Aber die Krähen wissen, dass ein Sturm aufzieht. Und wenn der losbricht, dann zeigt sich, wer noch steht. Northcrest will Geduld von uns. Aber wir haben lange genug gewartet. Die Stadt ist krank. Lasst uns nicht mit ihr sterben. Kommt zusammen, Freunde. Sperrstunde. Schwermut überall. Boah, ich glaube, die hört gar nicht mehr auf zu reden. Damit die Dinge besser werden. Entschuldigung. Ach, das ist ein anderer Weg. Ja, hier geht's gleich zum Händler. Aber das machen wir nächstes Mal, denn unsere Zeit ist abgelaufen. Seht her. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst schön Daumen für mich da. Kommentare war auch nicht schlecht. Beim nächsten Mal machen wir, denke ich, weiter. Gehen zum Händler. Machen wir vielleicht die Bank mal. Die möchte ich euch zeigen, weil ich denke mal, ich kann jetzt mit dem Geld alle Ausrüstungsteile holen, die mir fehlen. Harte Zeiten. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Feiert nicht zu viel. Bleibt nüchtern. Oder ich muss schlafen. Relativ nicht Jennifer zu besoffen. Sicherheit geht vor. Und bleibt fit und schaut beim nächsten Freitag oder am besten Random Monday, wenn ich mir wieder was überlege, welchen VR-Titel wir dann wieder als neues mal ausprobieren. Ein Königreich für einen Kaffee. Wie immer, war mir eine Freude. In diesem Sinne, euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.